Hallihallöchen und herzlich willkommen bei mir zu einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es heute ums Wegretuschieren von Dingen. Als Beispielbild habe ich hier mal mein kleines dickes Pony genommen, was ich letztes Jahr fotografiert habe, und will das hier wegretuschieren. Das Programm, was ich dazu benutze, ist GIMP. Das ist kostenlos und du kannst es halt relativ gut. Kostenlos ist immer gut erstmal. Ich werde es euch unten in der Beschreibung verlinken. Einfach runterladen, installieren und dann starten und loslegen. Beim Starten kann es sein, dass es ein bisschen braucht. Das Programm ist nicht ganz so performant. Zum Einfügen des Bildes macht man hier Datei öffnen und dann halt den Ordner hier raussuchen und Bild. So, damit ist das geklärt. Wichtig ist, dass der Hintergrund jetzt hier das Fell gleichmäßig, halbwegs gleichmäßig ist. Also entweder ein gleichmäßiges Muster oder relativ fein gemustert wie hier. Auf jeden Fall, dass man das schön gleichmäßig hat. Wenn das jetzt hier ist wie das Gras, so ein bisschen braun, also das Gras würde auch noch gehen, und dann wieder grün dazwischen, dann ist das Problem, dass man das relativ stark sieht, was retuschiert ist und was nicht. So. Als hier ist unsere Werkzeugliste und hier interessiert uns hier dieser Stempelklonen. Als nächstes, ich mache das immer mit Steuerung ranzoomen, damit man das ein bisschen besser sieht. Zur Steuerung und Mausrad ranzoomen. Dann über die Regler hier richtig hinschieben, wie man es haben will. Damit sind wir hier soweit fertig. Dann noch ein paar Einstellungen treffen. Das ist hier einmal die Größe. Die wird ein bisschen klein sein am Anfang. Deckkraft auf 100% für das Grobe. Und damit können wir schon auch anfangen. Eine Stelle auswählen, mit der man, die man. Ja, eine Stelle auswählen, von der er wegkopieren soll und dann einfach rüberziehen und anfangen, das wegzuwischen. Genau, dann haben wir das grob hier weggebracht, aber man sieht zum Beispiel hier ganz stark, dass wir das retuschiert haben. Dann nehmen wir die Deckkraft runter. Wählen uns wieder ein Stückchen aus mit Steuerung und wischen da wieder so drüber. So. Noch ein bisschen vielleicht. Dass dieser Übergang einfach schön weich wird. Dann hier oben. Beim Gras muss man ein bisschen aufpassen, da muss man vielleicht auch ein bisschen feiner stellen. Auch fürs Grobe schon. Und auch, dass man den Strich halbwegs erwischt. Damit ist das doch schon gar nicht so schlecht. Hier sieht man noch ein bisschen was. Das werden wir jetzt nochmal ganz nah rangehen. So, näher geht's nicht. Oh, doch, geht sogar noch. Und wieder den Stempel nehmen. Die Größe ist jetzt echt groß. Da kann man ruhig noch kleiner gehen. Die Deckkraft ist noch auf 100. Das ist okay. Steuerung. Zack. Weg damit. Das kann man natürlich bis ins Unendliche treiben, aber übertreiben will ich es jetzt hier auch nicht. So, schnell wieder ein Stückchen raus. Okay, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, und zwar hier rüben das Verschmieren. Dazu nehmen wir wieder ein bisschen einen größeren Pinsel und fahren hier einfach so drüber. Und wie man sieht, verwischt es einfach so ein bisschen. So. Und dann gehen wir hier auch noch entlang. So. Damit das einfach eine schöne weiche Kante wird. Und dann zoomen wir raus. Und swutsch, ist der Strick weg. So, damit
bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich und hat euch gefallen. Ich bin mit dem Resultat schon zufrieden. Auf Wiederschauen. Servus.